Keplersche Fassregel, ein Beispiel. Berechnen das Integral von 1 bis 3 von 1 durch x dx mit Hilfe der Keplerschen Fassregel. Diese Funktion ist auch nicht so schwierig analytisch zu berechnen und deswegen machen wir das zuerst. Das Integral von 1 zu 3 von 1 durch x dx ist ja dasselbe wie die Grundfunktion ist ja ln x. Dann zwischen 1 und 3, die Integrationsgrenzen, ist also gleich ln 3 minus ln 1. ln 1 ist ja 0, weil was muss e hoch sein, damit es 1 wird? Ja, 0. Und hier ist ja, was muss e hoch sein, damit es 3 wird? Ja, also das ist 0, es bleibt also ln 3 und das ist ungefähr 1,09 8, 6, 1 und so weiter. Werden wir es dann mit der Keplerschen Fassregel machen? Die Keplersche Fassregel sagt ja aus, dass wir haben ein Integral zwischen a und b von f von x dx ist gleich das Intervall b minus a durch 6 mal f von a plus 4 mal f von a plus b halbe plus f von b. Das ist sozusagen die Keplersche Fassregel. Und in diesem Fall dann bedeutet das, dass wir haben das Integral von 1 bis 3 von 1 durch x dx ist dann gleich b minus a, 3 minus 1, 3 minus 1 durch 6 mal Klammer f von a, also f von 1, das hier 1 ein bei der Funktion, ist ja 1 durch 1 plus 4 mal der Funktionswert für a plus b halbe, das setzen wir da ein, 4 mal 1 durch und dann a plus b halbe, a plus b 1 plus 3 durch 2 plus der Funktionswert für den Endwert, für den Endpunkt 3, ist da 1 durch 3. Genau, und das kann man dann weiter berechnen. Ist dann gleich 3 minus 1 ist 2. 2 durch 6 ist ein Drittel. Ein Drittel mal 1 durch 1 ist 1. Plus 4 mal das hier. 1 durch, damit 3 plus 1 ist 4. 4 durch 2 ist 2. Wir haben also ein Halb. 4 mal ein Halb ist 4 halbe, ist 2. Plus ein Drittel. Und das, wenn man das berechnet, also rechnet, bekommt man dann 1,111 und so weiter. Das ist sozusagen der Wert dieses Integrals. Und wenn wir das mit dem analytischen Wert vergleichen, ist es ziemlich ähnlich. Genau, aber das ist dann mit Hilfe von der Keplerschen Fassregel berechnet, also dieses Integral. Intervallgrenze durch 6. Anfangswert einsetzen, 4 mal den Mittelwert sozusagen, a plus b halbe, plus den Endwert f von b und dann Klammer aus.